So Leute, wir machen weiter hier mit Fallout, mit Metro, sorry, ich habe eben Fallout aufgenommen, oh, ich habe heute nehme ich heute voll viel auf, wir machen weiter, sorry, dass ein Tag die Folge ausgefallen ist, es wäre der gestrige Folge gewesen, ja, das bitte ich zu entschuldigen, deswegen machen wir aber jetzt weiter, das Ding hat mal wieder Ladezeiten, Leute, das gibt's nicht, also, ich war eben noch kurz draußen. Ich war eben noch mal ganz kurz, bin kurz rausgegangen, also kurz unterhalten und tatsächlich das Spiel war immer nicht fertig geladen, dass ich wiederkomme. Weil die Zeiten, gerade die. Das ist eine Horrorszene. Cool. Auch nichts. Nix. Wie wird es sein? Sehr schön, wir haben die Karten. Vollständige Karte. Sehr schön, und dann haben wir es auch noch vollständig. Scheiße. Hier ist noch ein Buch. Das sind nämlich die letzten Befehle. Wir waren ganz schön viele. Na gut, es sind zwei Befehle, aber das eine ist lang. Okay, warte. Jetzt. 12. Januar 2018. Unser letzter Kontakt mit dem Hauptquartier ist fünf Jahre her. Seit 5 Jahren führen wir ihren letzten Befehl aus. Für Funkstille sorgen und weitere Anweisungen abwarten. Die Rationen sind auf das kleinste Minimum beschränkt worden, aber kommenden Sommer werden wir trotzdem nichts mehr haben. Die Leute sind am Rande der Schöpfung. Erhöhte seismische Aktivitäten haben die Struktur der Einrichtung beschädigt. Uns rennt die Zeit davon. Die Umgebung draußen zerfällt rasant. Die Satellitenbeobachtungen bestätigen, dass die Strahlungswerte höher sind als in allen vorhergesagten Szenarien. Jene Bereiche auf der nördlichen Halbkugel, die nach wie vor halbwegs sauber sind, lassen sich an einer Hand abzählen. Der Bereich, der uns am nächsten liegt, ist mehr als 1000 Kilometer entfernt. Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Lage kann ich die Verantwortung für das Leben des Personals nicht mehr übernehmen. Meine Befehle sind: Erstens, ignorieren Sie Anweisung 01, kontaktieren Sie die Regierungseinrichtung im Yamatau und verlangen Sie weitere Anweisungen, die aktuelle Lage betreffend. Zweitens, sollten solche Anweisungen nicht innerhalb von 3 Tagen erhalten werden, dann verlassen Sie die Kommunikationszentrale und begeben Sie sich zur nächsten sauberen Zone. Ich habe keine Ahnung, wie wir in unserem aktuellen Zustand die 1000 Kilometer zurücklegen sollen. Dorthin zu gehen ist trotzdem der einzige Weg, das Überleben des Personals sicherzustellen. Betrachten Sie dies als meine förmliche Rücktrittserklärung. Oberst MS Markov, ehemaliger Kommandant der Satellitenkommunikationszentrale Caspian One. Oh, krass. Ein bisschen Medizin und so und Munition. Ist da jemand? Nee, doch nicht. Okay. Schön oldschool per Hand öffnen.
dass du da stecken bleibst. Ich schalte das Licht jetzt aus. Das richtige Licht ruhig ausschalten. Ich habe genug Licht. Dumm gelaufen. Okay, das war das Spielchen schon wieder, wo ich ja letztes Mal schon sagte, eigentlich sind das die Dinger nichts als Panikmacherei. Das ist tatsächlich auch so. Die sind zwar relativ gefährlich, aber wenn man nur mit Lampe und so, da kannst du die eigentlich. Könnte die eigentlich überhaupt nichts. Irgendwie ganz cool finde. Haben wir schon aufgeladen, ne? Bitte, ich gehe den Jogger jetzt einfach durch, ne? Ja, lass gleich joggen. Gut. Warte, das hilft nicht, das reicht hier nicht. Okay, der Bereich ist zu klein. Shit. Der Bereich ist zu klein, das ist schlecht. Tschüss, ihr Idioten. Glück gehabt. So, sehr gut. Okay, das hätte eben nicht so gut geklappt, aber. Schalte das Licht wieder an. Der Aufzug hat seine Arbeit getan. Doktor, Akimak. Oh, ja, ja. Sehr gut. Nicht Munition verschwenden, nicht Munition verschwenden. Tschüss. Hab ich eigentlich noch? Schnell weg von hier! Solange das Licht an ist, greifen Sie uns nicht an! Los, los, los! Ich weiß. Los geht es. Ja, ab nach unten. Was? Warum? Runter von mir! Arschloch! Find's ja wohl. Hab ich durch. Du Mistdinger. Tja, wir haben die Karten. Jetzt müssen wir sie zum Oberst bringen. Übrigens habe ich deinen Wagen mitgebracht. Er steht am Dock. Was? Oh, cool. Erstaunlich, dass der Aufzug trotz der Risse im Bunker noch funktioniert. Meine Mutter sagte mir, dass sie ihn und viele andere Sachen oft reparieren mussten. Scheiße.
Kepragmet! Danke, Atyom. Das ist für dich. Vater gab sie mir, als ich klein war. Damir sagt, ihr habt ein kleines Mädchen in eurem Zug. Gib sie ihr. Sie soll ihr Glück bringen. Ihr habt Glück. Aber sag mal hier, das Spiel... Sind nicht wahr, oder? Ja, toll, weil ich da... Oh. Das war auch ein Glück heute, Alter. Ich habe gehört, er kann ganz kurz Medizin machen. Ich wollte ja nur kurz den Medikit basteln. Oder schön das Spiel dann aber nicht. Okay, das Spiel wusste. Okay, das ist doof gelaufen. Das Spiel wusste nicht, dass ich. Dass man das neu laden soll. Toll, kann ich 2 Minuten nochmal spielen. Ey. Oh, fuck, das habe ich auch noch nicht gehabt. Das muss ich auch sagen, das habe ich auch noch nicht gehabt. Ehrlich. Das ist auch komplett für mich neu. Lea ist jetzt noch rein oder hört gar nicht mehr? Jetzt. Ja, das geht ja noch. Toll. Na gut, zum Glück. Warte. Wo ist denn normal passiert? Entschuldigung. Der Strom reicht nicht. Wir stehen bald im Dunkel. Seid da. Atyom. Hier. Schnell weg hier. Wir sind das Licht alle. Greifen Sie uns nicht an. Los, los, los. Jo. Okay. Dann laufen wir. Vielleicht mal gemeinsam. Was auch nichts bringt, weil das Ding dich jedes Mal angreift, okay. Jo, was für eine geile Szene. Hallo, ich bin wieder da. Wir fahren nochmal nach oben. Ja, das ist aber doof gelaufen. Sorry, das war echt doof. Jetzt müssen wir sie zum Oberst bringen. Übrigens habe ich da einen Wagen mitgebracht. Der steht am Dach. Jo, sehr nett. Danke. Erstaunlich, dass der Aufzug trotz der Risse im Bunker noch funktioniert. Meine Mutter sagte mir, dass sie ihn und viele andere Sachen oft reparieren mussten. Du hast jetzt noch einen Hustenanfall. Kepragmet! Danke, Atyom. Ja, und jetzt für. Immer wieder gern. Das ist für dich. Vater gab sie mir, als ich klein war. Damir sagt, ihr habt ein kleines Mädchen in eurem Zug. Yep. Gib sie ihr. Sie soll ihr Glück bringen. Okay. Ihr habt Glück. Die meisten Munalbeiler sind auf einem Raubzug. Wenn sie hier wären, wärt ihr bereits tot. Aber jetzt haben wir die Chance, etwas zu ändern. Munai Bailer heißt in etwa so viel wie ölreiche Leute. Ölbohrer, nehme ich an. Hör zu, ich sage dir, wohin du gehen musst. Wenn du draußen bist, dann geh rechts. Die Straße hat früher zum Hafen geführt. Anna müsste dort irgendwo sein. Melde dich bei ihr. Sie hat vermutlich etwas Interessantes gefunden. Mhm. Ich bleibe hier und versuche mehr über diese Ölbohrer herauszufinden. Sobald ich nützliche Informationen habe, erstatte ich der Basisbericht. Bin auf dem Weg. Sag mal, Giul, wie ist dieser Baron hier an die Macht gekommen? Meine Leute interessant. Haben ihr Schicksal selbst gewählt. Was? Sie sind aus freiem Willen Sklaven geworden? Ja, ja. Die Munai Bailai sagen, arbeite für mich, ich beschütze dich. Und sie haben einfach zugestimmt. Die Munai Bailer sagen, betet die heilige Flamme an und sie haben wieder zugestimmt. Na, dann hatten sie wohl keine große Wahl. Sie hätten kämpfen können. Kämpfen und sterben, aber nicht als Sklaven. Nicht jeder ist bereit dazu. Man muss bereit sein. Ich bin immer bereit. Und deshalb kämpfst du alleine.
Den Baron könnte ich sogar alleine erledigen. Angenommen, du erwischst ihn. Was kommt dann? Was zu tun ist, darüber denke ich nach, wenn der Baron tot ist. Ergibt Sinn, nehme ich an. Du gehst, Artyom. Viel Glück. Jo, danke sehr. Cool. Gehen, jo. Wir sprechen später noch. Ja, ich wollte euch belauschen, weißt du? Also, bis dann, Artyom. Ja. Auf Wiedersehen, Artyom. Auch nochmal auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du geholfen hast. Alles gar kein Problem. Gut, Leute, ich würde sagen, dass ich hier die Folge beende, weil das gerade so schön passt und wir auch über den 15 Minuten sind. Das passt gerade, bevor wir jetzt hier groß was anfangen und dann irgendwie nachher wieder in 40 Minuten enden. Das passt irgendwie. Deswegen würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Let's Play Metro Exodus. Haut rein, bis dann. Tschüssi.